Hallo, liebe Zuschauer des Kanals Stunde der Wahrheit. Wir haben heute die dritte Ausgabe unserer Folge der Gender Agenda. Amanda Lear, Dali, Rolling Stones, Beatles und Satan nicht zu vergessen. Und in der heutigen Folge geht es um die weitere Besprechung des sehr, sehr interessanten Liedes von Amanda Lear namens Follow Me, also Folge mir. Und dem wollen wir eigentlich jetzt mal sofort ohne große Verzögerung nachkommen, indem wir euch jetzt mal eine zweite Version dieses Videos eines Auftrittes von Amanda Lear aus dem Jahre 1978 zeigen. Aber es reicht ja zur Anschauung, dass sich die Dame Amanda Lear, so sie eine denn wäre, sich mit dem Thema Mephisto sehr gut auseinandergesetzt hat. Man sieht es an ihrer Verkleidung. Sie schaut da ja so aus, auf jeden Fall nicht wie eine vertrauenswürdige Person, sondern eben sie hat sich da verkleidet. Sie ist in eine Rolle geschlüpft. Sie spielt also eine Rolle, und zwar die Rolle von Mephisto aus dem Opus Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Das heißt, sie ist die Verkäuferin, sage ich jetzt schon. Ja, ist sie auch, aber sie ist die Verkörperung Satans. Mephisto ist ja nichts anderes als derjenige, der Faust dann verführt und ihm letzten Endes einen Handel anbietet, indem er ihm seine Macht zur Verfügung stellt und dafür dann nach dem Ableben von Faust seine Seele bekommt. Das, was eben da in Faust abgeht. Und wir sehen in dem Video jetzt, in der zweiten Version zum Beispiel, dass sie da schon wieder dieses Thema Rot-Schwarz hat, was wir auch vom Cover aus kennen, von Queen of Chinatown aus der ersten Folge. Das heißt, da hat sie es jetzt ein bisschen andersrum nach außen, wird sie halt schwarz gekleidet, unheimlich, geheimnisvoll. Und schwarz, habe ich ja gesagt, ist immer halt die Farbe der Dunkelheit und immer die Farbe des Gegenspielers. Denn Jesus Christus hat ja selber bezeugt von sich in Johannes Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und tja, dann ist halt der Gegenspieler Satan als Gegenspieler, Adversary ist halt Satan, die Bedeutung des Namens, verkörpert dann dementsprechend die Dunkelheit. Deswegen treten diese Künstler natürlich auch bevorzugt am Abend auf, in der Nacht auf, in Diskotheken auf, in großen Events auf, mit einer großen Scheinwerferausleuchtung. Das hat dann schon alles seinen Sinn. Das hat nicht nur damit zu tun, dass jetzt die Menschen vielleicht tagsüber arbeiten müssen, sondern das hat halt einfach diesen Sinn, die Nacht, das Dunkle, das Unheimliche da zu verherrlichen und dann da zu anzupreisen. Das ist der Grund eigentlich vieler Konzerte, wo Menschen sich auf eine Bühne stellen, um sich halt quasi als Gott oder zumindest als großes Medium, als großen Künstler zu verkaufen. Und alle Künstler sind eigentlich nur Handlanger dessen, der sagt, guck mal hier. Und da kommen wir jetzt in dem nächsten Text zu, dass sie da halt eine ganze Menge Hommage macht. Aber man sollte halt dieses Thema Schwarz-Rot, sollte man halt immer auf Augen halten, ist halt die Verführung durch die Sünde, also der Teufelsverführung durch die Sünde. Und da haben wir halt die Farben Schwarz-Rot mit bei, die man vielleicht sonst als doch recht passende, modisch akzentuierte Farbkombination verstehen kann. Nein, meiner Meinung nach ist es das eben nicht. Es hat halt eben dann halt die Ausprägung der Sünde. Beispielsweise hat der Papst rote Schuhe und das hat halt auch wieder eine bestimmte Bedeutung. Warum trägt bitteschön der Papst rote Schuhe? Er ist ja nun mal halt keine Frau. Ja, er ist ja nun mal halt meines Verständnisses nach, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen in der Geschichte, immer ein Mann gewesen. Und was diese roten Schuhe beim Papst zu bedeuten haben, ich denke, da ist doch der Jörg so der kompetente Ansprechpartner. Tja, was haben die roten Schuhe des Papstes zu tun? Das ist ein Zeichen, dass er mit seinen Füßen in dem Blut der Märtyrer und Heiligen von Jesus Christus wartet. Nach meinem Verständnis nach. Mhm. Ja, und da haben wir natürlich dann gleichzeitig Sünde und Blut. Ne? Ja. Und deswegen ist es natürlich dann eine schöne Kombination, also zumindest nicht eine schöne Kombination, aber eine anschauliche Kombination. Und deswegen kann man dann hingehen und sagen, gut, also da sollte man schon vorsichtig sein, wenn man so eine Kombination sieht, da steckt schon einiges dahinter. Nicht umsonst heißt der Bezirk von Prostitution ja auch Rotlichtviertel. Ja, da wo die Sünde eigentlich zu Hause ist. Ne? So, dann haben wir jetzt halt schon mal eine zweite Version gehört und wir haben jetzt einen kleinen Exkurs vorbereitet, da es sich ja um den Begriff
Faust, Mephisto handelt, habe ich mal einen ganz kurzen Exkurs vorbereitet über dieses kleine Thema nochmal Pentagramm. Ich denke, da ist, also fünfzackiger Stern, ich denke, da ist halt nochmal so ein bisschen Erklärungsbedarf notwendig, was auch nicht extrem lange dauert. Da habe ich den Jörg so ein Excerpt geschickt, da habe ich dem Jörg ein zweites kleines Formular geschickt, das jetzt auch relativ schnell mal eben so hingekleckst habe. Nur um halt euch mal zu zeigen, dass diese fünfzackigen Sterne euch euer ganzes Leben verfolgen werden. Die oberste Flagge sollte jeder kennen, der hier in Europa wohnt. Die mittlere Flagge ist eigentlich auch recht bekannt. Und die unterste Flagge beispielsweise ist die der sogenannten Volksrepublik China. Und da haben wir ja jetzt nun mal halt drei große, in Anführungsstriche, Reiche zusammen. Einmal Europa, einmal die Vereinigten Staaten und einmal die Volksrepublik China. Und die haben alle drei etwas gemeinsam, und zwar diese fünfzackigen Sterne. Wie ich in Folge 1 schon mal erwähnt habe, hat ja der David Bowie diesen lustigen Stern, allerdings in Schwarz, also dann auch wieder die Farbe der Macht der finsteren Seite, also Satans. Und zum Zweiten hat nicht nur er, sondern halt viele andere auch dieses Symbol. Hab ja mal beispielsweise erwähnt, Amazon, Deutschland sucht den Superstar. Und die sind natürlich dann auch folgerichtig auf den Münzen der Europäischen Union, also auf den Euro-Münzen da drauf. Und deswegen ist das jetzt mal so ein allgemeines Symbol, dass man sagt, naja, guck mal hier. Das ist ja mal interessant. Nur die Frage ist, wo kommt dieses Symbol her? Wir hatten ja schon mal gesagt, das Pentagramm ist der entsprechende planetarische Umlaufbahn der Venus um die Erde. Ja, die zeigt einfach oder beschreibt einfach diese Bahn. Und das ist halt das Herrschaftszeichen aus Jesaja 14,12 von Satan, der als Luzifer, wo er noch Luzifer genannt wird, aus dem Himmelreich oben heruntergeworfen wurde auf die Erde, wo er seitdem als Supertramp sozusagen hier unser als geistige Macht hier die Leute verführt und hier sein Wesen oder Unwesen treibt. Und da sucht er sich natürlich willfährige Charaktere aus, die das dann kolportieren, die das dann überbringen. Und da ist natürlich Amanda Lear jetzt ganz gut dabei, wenn sie da Faust zitiert und sich da zum Sprachrohr macht. Denn nichts anderes ist das. Und sie bekommt dafür ja auch den Lohn. Das heißt, sie bekommt dafür das Geld. Ja, das ist quasi so eine Art, ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist halt eine Art Judaslohn, den da halt einfach die reichen, mächtigen und Künstler dieser Welt dafür bekommen, dass sie halt ihm dienen. Ja? Das ist eben das, was eben die Kriege auf dieser Welt nicht ausmacht. Es geht da nicht um Öl, es geht da nicht um Infrastruktur oder sowas. Das ist immer der Judaslohn, den die ausführenden Protagonisten dafür bekommen. Aber der Machtgewinn, der dahinter steht, ist ein geistiger, indem man halt die Völker unterjocht und indem man dann halt die Machtstruktur von Satan auf dieser Welt weiter festigt. Wenn man jetzt weitergeht mit diesen fünfzackigen Sternen, man könnte da eine eigene Sendung drüber machen, aber mir ist es halt einfach mal wichtig, um halt dieses Verständnis zu bekommen, worum es da überhaupt geht, sieht man beispielsweise, dass diese Sterne eine Bedeutung haben und dass da jetzt beispielsweise ja, eine ganze Menge Sterne in diesen oder aus diesem Hut, was ein Zauberhut ist, wie wir da sehen, weil es da einen Zauberstab gibt. Und anstatt, dass da ein Kaninchen raushüpft, hüpfen da jetzt fünfzackige Pentagramme raus. Und interessant bei dieser Geschichte ist, es ist eben dann keine Verbindung mehr zu einem materiellen Teil, sondern es geht da ja nun mal halt um Zauberei, um Magie, um Unerklärliches, über Trickbetrügerei, die weit größte Anteil von magischen Darbietungen heutzutage ist einfach Trickbetrug. Ja. Und es gibt auch einige Sachen, die sind eben keine Tricks, aber die zeigen wir jetzt hier und heute nicht. Aber das ist der große Teil der Sachen, die man jetzt so im Zauberladen kaufen kann oder im Fernsehen sieht oder David Hasselhoff, nee, der mit Claudia Schiffer da zusammen ist, David Copperfield, genau,
Sowas, da sind halt ganz viele Sachen eben überhaupt keine Tricks und beziehungsweise überhaupt keine Magie, sondern halt Tricks. Magie ist immer negativ. Magie heißt immer, ich verbünde mich mit den negativen Kräften. Es gibt keine weiße und keine schwarze Magie. Das ist ein riesen Irrtum. Es gibt keinen linken Pfad, keinen rechten Pfad. Das ist halt alles nur wieder Verwirrung. Im Endeffekt, Magie untersteht Satan. Und Satan hat genau dieses Divide et Impera gemacht. Also hat auch wieder beide Seiten miteinander dann halt ausgespielt und versucht halt nur Verwirrung zu stiften, indem man sagt, naja, ich mache jetzt aber keine schwarze Magie. Vorsicht, es gibt keine weiße Magie. Weiße Magie, wenn sie denn wirklich weiß wäre, stünde in der Bibel und da sind alle Arten der Magie verboten. Jetzt haben wir hier auf dem Bild eine Sache, da möchte ich mal drauf hinweisen, da kommen wir nämlich noch in späteren Videos zu, und zwar derjenige, der da diesen Stab hält, hat ja ein ganz großes Pentagramm am Ende des Stabes. Das heißt, da geht die Energie oder die Magie oder die Macht, wie auch immer, von Satan, geht halt dann direkt auf diesen Zauberer oder auf dieses Zauberkunststück über. Es geht darum, die Leute zu verführen, es geht dazu, Verwirrung zu stiften, es geht dazu, die Leute halt in den Bann zu ziehen. Und ganz wichtig ist, dieses Element der weißen Handschuhe ist immer ein Element der Zauberei. Wenn ihr dieses Element seht, beispielsweise von Michael Jackson, er hat das ganz oft zelebriert, dass der also da seine Dance-Performance gebracht hat und dann seine Handschuhe so ganz langsam ausgezogen hat und dann teilweise ins Publikum geworfen hat und wie auch immer. Das ist immer ein Element der Magie. Das heißt, da gibt es etwas, wo das meine Hand führt. Es hat da noch viele andere Bedeutungen, aber ganz, ganz vorsichtig, wenn jemand sich Handschuhe anzieht oder auszieht auf der Bühne, es hat immer etwas zu bedeuten. Achtet auf die Farbe, achtet mal darauf, wer das macht, in welchem Kontext das geschieht. Es hat auf jeden Fall eine Bedeutung, dass man halt nicht sagen will, dass es halt eben nicht stimmt, dass da keiner seine Hände dreckig machen will, seine Hände schmutzig machen will oder dass es besonders toll aussehe unter UV-Licht oder so, dass es dann glänzt und so. Das ist alles Lug und Trug. Es hat einfach eine ganz andere Bedeutung. Es hat einfach die Bedeutung, dass dich jemand anderes führt und leitet. Und natürlich auch noch viele andere Bedeutungen, aber ich wollte ja jetzt auf diesen fünfzackigen Stern rumreiten. Deswegen gehen wir dann mal direkt zum nächsten Bild. Was dann ja, eben. Moment, bevor du zum nächsten Bild gehst, dann sollte man sich doch auch mal die Hand angucken, die das 666-Zeichen macht aus der anderen Perspektive. Ja, kann man auch. Ich muss mal ein bisschen größer machen jetzt im Augenblick. Ja, genau, kann man auch sagen. Also der macht also auch diese 666. Das ist jetzt spiegelverkehrt, das heißt, die 6 ist jetzt quasi verkehrt rumgezeichnet. Die drei Finger, die da nach oben hin zeigen, beschreiben jeweils eine Ionung nach oben. Da hat der Jörg ganz recht. Das ist halt noch die 666, ist ein Zeichen aus den Ursprüngen in Babylon, der babylonischen Baalspriester gedacht, die letzten Endes mit der 666 damals den Zodiac, das heißt also den Tierkreis, angebetet haben. Da kommt es ursprünglich her. Und später ist es mal halt in der Bibel kolportiert worden als Zahl des Tieres. Und es hat eben auch die Bedeutung, dass verschiedenste Namensgebungen, wenn man die dann in römische Ziffern umwandelt, dass man die dann halt dementsprechend da wieder auch wiederfindet, indem man halt den Titel des Papstes beispielsweise, da ist er dann auch als Stellvertreter Christi, hat er dann auch die 666. Und da gibt es also ganz, ganz erstaunliche Übereinstimmungen. Deswegen ist 666 so eine Zahl und so ein Symbol, wo der Jörg ganz recht hat, das wäre mir jetzt fast entgangen, wo man sagen kann, das ist halt letzten Endes wieder eine satanische Lehre. Denn alle Lehren, die eben nicht in Einklang mit Jesus Christus stehen und die Jesus Christus nicht anerkennen, ja, die nicht für Jesus Christus sind, sind gegen ihn. Ja. Völlig egal, ob die jetzt nach außen hin einen guten Anschein haben oder einen karitativen Charakter haben. Es ist alles eben nicht zur Verherrlichung Jesus Christus und eben nicht zur Anerkennung Gottes gedacht. Denn wer Jesus Christus nicht anerkennt als Sohn Gottes, erkennt auch den Vater nicht. Ja. Da Jesus Christus halt eben die Verkörperung auf dieser Ebene, dieser materiellen Ebene ist, ja, ist die Akzeptanz von Jesus Christus nicht nur die Grundlage zur Erlösung, sondern die Nicht-Akzeptanz von Jesus Christus führt dann automatisch dazu, dass man auf den falschen Pfad geleitet wird. Und das ist halt einfach dieser schmale Pfad, den man gehen muss. Und nochmal eben zu diesem Bild hier, da wandern die Sachen ja in den Zauberhut, das heißt, die Energie oder die Macht, die jetzt hier kommt,
Ja, die wird über den sogenannten Zauberer oder Magier, drücken wir es mal so aus, ja, wird die halt einfach aus, von der geistigen Ebene, deswegen werden die Sterne, die da halt reinfliegen, die kommen ja von oben, werden auf die materielle Ebene, also in diesen sogenannten Zauberhut dann kolportiert. Ja. Und der Zauberhut selber, sieht man innen drin, ist also schwarz, Finsternis, wenn man so will, ein schwarzes Loch. Da kann man sich ja auch seine Sachen zu denken. Da geht es also von oben nach unten, also wirklich absolut in die tiefsten Regionen. Und man sieht dann auch da wieder, man hat schon wieder dieses Thema schwarz-rot. Man hat also einen schwarzen Hut und man hat eine rote Krempe. Eine Krempe heißt es nicht, aber ein rotes Band hat man da. Ja, man hat schon wieder dieses Thema. Ja, und das ist halt wirklich eine Sache, das ist so völlig unauffällig, wenn man das sieht. Aber wenn es halt so gehäuft auftritt wie hier, das haben wir es also schon zum dritten Mal, dann sollte man dann doch schon sagen, Moment mal, da ist eine Verbindung von Fleisch, also Rot, vom Blut, ja, und Satan. Das heißt, Satan ist also der Herr oder Magier oder Meister in dieser materiellen Welt hier, die er ist. Und das ist gut, dass ich mir das Foto jetzt mal groß gemacht habe. Jetzt sehe ich auch mehr. Gut. Falls jetzt keine weiteren Anmerkungen von Jörg kommen, können wir jetzt gerne weitermachen nach unten. Da haben wir jetzt nochmal das Bild von David Bowie. Warum ich das nochmal eingeblendet habe, ist, schaut mal auf seinen total lieblichen Kindergeburtstag-Ausdruck an. Der Mann weiß, wovon er spricht, der hat seine Augen schwarz umrandet und das geht halt auch in Richtung dunkle Macht. Und er hat ja zwei Sterne links und rechts, er kann also gar nicht ausweichen, er ist also da mittendrin sozusagen. Und er hat unten drunter unter diesem Pentagramm, unter diesem fünfzackigen Stern, hat er nochmal in dieser Sternschrift, ja, hat er nochmal ein, ich weiß jetzt gar nicht, wie es sich nennt, Piktogramm oder so, wo er halt seinen Namen dann auch nochmal schreibt und wo dieses O auch nochmal ein fünfzackiger Stern, also auch nochmal ein Pentagramm. Also dann hat der Mann natürlich auch noch was Schwarzes an und ach, also wo soll man da aufhören? Ja? Dann hat er noch einen kleinen Ansatz von Ziegenbart, also unendlich, wir können da unendlich weitergehen bei David Bowie, alleine schon nur von diesem Bild. Und ich weiß nicht, ich finde es immer nur traurig, Millionen von Menschen kaufen dann dieses Album, legen das auf, werden dann bedudelt von satanischer Message, von satanischen Texten, denn wo hat er denn seine Inspiration denn wohl her? Ja, also die Künstler selber kriegen natürlich ihre Inspiration auf dem geistigen Wege. Das heißt, du musst ja erstmal überhaupt dir einen Text überlegen, du musst ja erstmal eine Melodie summen. Ja, wo kommt das denn her? Ja, aus dem Geist. Und da Satan Geist ist, kann er sich halt einfach jemanden bemächtigen, der halt bereit ist, seine Seele zu verkaufen. Das reicht dann schon, wenn jemand sagt, ey, das ist mir völlig egal, wie ich berühmt werde. Ich will nur reich werden, ich will viele Frauen haben, ich will tolle Häuser haben, ich will auf der ganzen Welt berühmt sein, ich will angebetet werden, ich will mich auf eine Bühne stellen und dann will ich das Haus rocken sozusagen. Und da ist es den Leuten egal. Die sind am Anfang ihrer Karriere oftmals völlig naiv, völlig jung, werden schon abgegriffen oder darauf schon so dressiert und kommen dann hin und enden dann nachher dann halt so wie der bedauerliche David Bowie, den ich am Anfang... Ja. Darf ich da mal kurz was zu sagen? Ich schaue abends beim Abendbrot meistens so eine Quiz-Sendung, die im deutschen Fernsehen läuft, dass irgendwas im Hintergrund läuft, während wir da am Essen sind im Wohnzimmer. Und da war jetzt letztens die Frage, wie das Lied Satisfaction von, wie er auf die Melodie gekommen ist, von dem Lied Satisfaction von The Rolling Stones. Und die richtige Antwort war, dass der Gitarrist oder was ich weiß, Keith Richards oder so, ich weiß, ich kriege ja, den Namen so heißt nicht beieinander, der, genau. Dass der wohl da in einem Hotelzimmer so im Halbschlaf lag und einen Akkord gespielt hat und im Halbschlaf dann eingeschlafen ist und überhaupt nichts mehr wusste, und ist dann aufwachte, die Melodie hatte und Mick Jagger fand das gleich so toll, hat sich dann hingesetzt, hat den Text geschrieben. Dieser Halbschlaf, diese Dämmerung, die er da hatte, ne? Dämmerung sage ich jetzt mit Absicht, ne? Ist genau die Bestätigung von dem, was du gerade gesagt hast, wo die ihre Inspiration, wenn man das so nennen darf, herhaben, ja, wo sie ihre Melodien und sowas herhaben. In diesem Halbschlaf hat der Dämon ihm das eingegeben. Ja, richtig. Das ist auch eine Geschichte beispielsweise, die ich gerne erzähle, was über Mozart erzählt wird. Mozart hat wohl den Großteil seiner Arbeit geschrieben, wo er gerade aufgewacht ist. Also in diesem
diesem Zustand von ja teilweise Somnambulismus, also von Schlafwandel, Nachtwachen, also auf jeden Fall einen Trancezustand, einen Dämmerungszustand eben, sagt man ja selber auch so, ja, wo sein Geist eben nicht komplett auf diese materielle Welt ausgerichtet war. Das heißt, wo er noch nicht Hunger verspürt, Durst verspürt, sondern einfach so im Aufwachen begriffen ist und so, und dann hat er eine Melodie im Kopf, dann hat er dieses im Kopf und jenes im Kopf. Das ist auch der Grund, warum die Menschen halt in dieser materiellen Welt schwer von der Existenz Satans als Geistwesen zu überzeugen ist. Er macht das halt ganz subtil und er steht eben dann nicht da irgendwo auf der Bühne rum und sagt, hey, plötzlich steht auf der Bühne von den Rolling Stones eine Ziege und da fließt dann Blut oder so, sondern nein, er beeinflusst die anderen und lässt die für sich arbeiten, ja. Und die machen das eben hier auf dieser materiellen Ebene. Aber wenn man dann sich beispielsweise mal Wolfgang Amadeus Mozart anguckt, da hat er dann als Hommage dafür, beispielsweise, weil er auch in einer Geheimgesellschaft drin war, hat er dieses Opus, die Zauberflöte, komponiert. Ja, und diese Zauberflöte, das ist die absolute Hymne an Satan. Da kommen wir hoffentlich in dieser Aussendung noch, also spätestens in der nächsten Folge zu. Ja, Mozart, Zauberflöte. Darf ich da nochmal was zwischen einwerfen? Du darfst immer, du brauchst gar nicht zu fragen, das ist dein Kanal. Ja, aber es ist ja deine Sendung oder unsere Sendung, die wir zusammen machen. Nur es ist ja nicht eben geskriptet und ich möchte dich ja auch nicht unterbrechen, wenn du gerade in einem Resefluss bist. Ich möchte dich nur eben um die Erlaubnis bitten, dass ich dieses Gedicht, was ich gestern entdeckt habe und gestern bereits in Englisch vorgelesen habe, jetzt nochmal vorlesen, weil du ja sagst, die Menschen sagen ja, den Teufel gibt's nicht. Ja. Und ich sage, es gibt keine Zufälle. Und du sagst es auch. Es ist kein Zufall, dass mir gestern oder ja, vorgestern dieses Buch zugefallen ist. Und wir gestern bei einer anderen Lesung des Autoren Albert Close, das andere Buch, was wir von ihm lesen im Augenblick in Englisch, heißt The Divine Program of the World's History, also das göttliche Programm der weltlichen Geschichte, dass dieses Buch uns hier zugeflogen ist von ihm, Antichrist and his Ten Kingdoms, und dass wir hier auf Seite 2 ein Gedicht lesen über den Teufel. Und ich möchte das eben gerne mal vorlesen, auch wenn es in Englisch ist, aber du kannst ja hier und da gerne unterbrechen und das dann vielleicht in Deutsch den Leuten mal verklickern, was das in Deutsch ist. Ich lese halt das Englische mal vor. Ich möchte es eben machen, weil es passt hundertprozentig zu dem, was du gerade eben gesagt hast, nach dem Motto, die Menschen wissen nicht, wer der Teufel ist, oder bestreiten, dass es den Teufel überhaupt gibt. Ist es okay vielleicht für dich, dass ich das davon mal kurz vorlese? Ja, ich hatte sogar noch dann die Idee, das hinzugehen und das dann vielleicht als Screenshot zu speichern und als PDF dann darunter zu kleben und das Video. Ja, gut, das PDF von dem Buch kann man ja sowieso in die Beschreibungsbox des Videos reinmachen und du siehst, das ist ja gleich auf Seite 2 von dem PDF. Das kann ja jeder dann hier sehen. Na? Also lesen wir doch mal eben. Es geht hier um den Teufel, die ungesehene oder die unsichtbare Hand oder Kraft, besser gesagt, hinter den Zähnen heutzutage. Hinter den Zähnen, ja, das ist wieder hinter den Diktatoren, ne? Das ist immer hinter der Tür, wie Bill Hughes das in seiner Szene sagt, hinter den Diktatoren, wie Herbert Lehmann das sagt in seinem Buch. Also immer das, was verborgen ist, das, was wir nicht sehen, was sich nicht an vorderster Front in der Bühne abspielt, auf die wir alle schauen. Ja, so, jetzt ist das groß genug, jetzt werde ich das wohl gut lesen können. Men don't believe in a devil now as their fathers used to do. They've forced the door of the broadcast creed to let his majesty through. Ja, also mit anderen Worten, ich versuche es mal eben jetzt zu übersetzen. Männer oder Menschen glauben nicht mehr in den Teufel, so wie ihre Vorväter das getan haben. Sie haben die Tür zu seiner Lehre so zugeschlossen, dass er nicht mehr durchkommt. There isn't a print of his cloven hoof or a fiery dart from his bow to be found in sea, earth or air today, for the world has voted it so. Also, man findet keinen Abdruck mehr von seiner cloven hoof, das ist also seine gespaltene Hufe, oder einen feurigen Pfeil von seinem Bogen. Wird nicht mehr gefunden in der See, und wir wissen ja, dass zum Beispiel in der See prophetisch die See steht für Menschen, Nationen und Mengen von Völkern. Aber auch nicht in der Erde oder in der Luft heutzutage, weil die Welt hat es bestimmt, dass es so ist, dass es den Teufel nicht mehr gibt. Sie ist da ignorant gegenüber. But who is mixing the fatal draught that palsies heart and brain and loads the beer of each passing year with 100,000 slain?
Jedes Wort verstehe ich auch nicht hier in diesem Punkt. Ich weiß nicht, was das Wort Bier heißt. Das müsste ich mal nachgucken. Das hat ja nichts mit dem Bier im Deutsch zu tun. Aber es heißt hier, but who is mixing the fatal draught that palsies heart and brain? Also, wer mixt hier dieses tödliche Getränk? Wir kennen das heute, Draught, kennen wir als eine Biersorte. That palsies heart and brain. Palsies ist ein anderes Wort für die Pest. Das also das Herz und das Gehirn verpestet. Wer mixt uns diesen tödlichen Trank, der Herz und Gehirn im Grunde ja, verpestet, ne? Also krank macht, tötet im Grunde letztendlich. Who loads the beer of each passing year with 100,000 slain? Also vielleicht ist es dann mit dem Draught doch das Bier. Wer lädt das Bier, sage ich jetzt mal, jedes weitere Jahr auf mit Hunderttausenden, die geschlagen, die getötet werden? Michael, du kannst bitte jeden Moment eingreifen, wenn du irgendwas besser übersetzen kannst oder kommentieren möchtest dazu. Ja? Du bist besser in Englisch als ich, deswegen kannst du freien Lauf. Who blights the bloom of the land today with the fiery breath of hell? Ja, also wer erleuchtet das Land heutzutage mit seinem feurigen Atem der Hölle? If the devil isn't or never was, won't somebody rise and tell? Ja, wenn es nicht der Teufel ist oder jemals war, wird dann bitte jemand mal aufstehen und mir sagen, wer das ist? Who dogs the steps of the toiling saint and digs the pit for his feet? Who sows the tares in the field of time as fast as God sows the wheat? Ja? Also, who dogs the steps of the toiling saint, das kann ich jetzt auch nicht so übersetzen. Who dogs the steps, weiß ich nicht. Toiling saint ist also der stolpernde, sage ich jetzt mal, Heilige. Ja, also wer sorgt dafür, dass der Heilige stolpert und nicht mehr recht seinen Weg gehen kann? And digs the pit for his feet. Und wer gräbt die Fallen oder die Löcher für seine Füße, dass er da halt hineinfällt? Ne? Also nicht nur straucheln, sondern auch da reinfallen. Who sows the tares in the field of time as fast as God sows the wheat? Ja, das ist nun mal einfach. Wer sät das Unkraut in dem Feld der Zeit genauso schnell, wie Gott die gute Frucht sät? Also das Weizen. Ne? Wir kennen ja die Parabel aus der Bibel. The Wheat and the Tares, das ist übrigens auch der Titel von dem zweiten Video von A Lamp in the Dark, das Bruder Michael letztens auf seinem BitChute-Kanal in Englisch hochgeladen hat. Kann ich nur jedem anraten, sich das anzuschauen. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen übersetzt ist, aber im Englischen spricht man hier halt von dem Weizen und von dem Unkraut, ja, The Wheat and the Tares. Und wie das im Deutschen heißt, weiß ich nicht. Also Wheat ist normalerweise Weizen oder Mehl und Tares ist eben das Unkraut. The devil is voted not to be, and of course the thing is true. But who is doing the hellish work the devil alone can do? Also dem Teufel, der wird ja weggestimmt, der kann das ja nicht sein, den kennen wir nicht mehr, den gibt's nicht mehr. Und natürlich ist das aber die Wahrheit, was hier gesprochen wird. Also wer macht denn diese höllische Arbeit, die eigentlich ja nur der Teufel tun kann, wenn's ihn doch nicht mehr gibt? Ja? We are told he does not go round like a roaring lion now. Ja, das ist ein Bezug aus dem Buch Johannes oder Petrus, das weiß ich nicht mehr, eins der Epistel, wo da drin steht, der Löwe wandelt umher wie ein hungriger Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, das ist Bezug nehmen darauf. Also uns wird erzählt, dass er nicht mehr rund geht wie ein röhrender oder hungriger Löwe. But who shall we hold responsible for the everlasting row. Aber wen sollen wir denn bitte schön dann verantwortlich stellen für diese ewig lange Schlange, wo er da halt rumläuft, oder dieser Kreis, wo er dann rumläuft. Heard in home and church and state, even to earth's utmost bound, if the devil by anonymous vote is nowhere to be found. Ja? Also diese Lüge, diese Geschichte, die wir überall hören, zu Hause, in der Kirche, auf der Straße, eben sogar bis an die Grenzen der Erde. Wenn doch der Teufel bei einstimmiger Abstimmung nirgendwo gefunden werden kann.
Ja, das ist ein Punkt, da würde ich mal eben einen Satz zu sagen. Und zwar ist es eigentlich einfacher, den Teufel nach, also die Existenz Gottes lässt sich auch über die Existenz Satans nachweisen. Ja? Nicht, dass ich meine, wir sind ja aus Glauben errettet, ja, aber wenn ich jetzt mit einem Heiden zu tun habe, den kann ich natürlich jetzt, und das ist auch einer der Grund dieser Lesungen, ja zeigen, guck mal hier, so läuft die Welt und das wird da gemacht und deswegen hat die Zauberflöte diese Bedeutung und jene Bedeutung, dass man sich da über die Dinge auch mal klar wird, die in dieser Welt geschehen. Und da ist natürlich das Bestreben der dunklen Seite, das hinzugehen und zu sagen, gut, also wenn wir den Glauben an den Teufel eliminieren können, dann brauchen die Menschen auch keinen Gott mehr. Ja? Dann brauchen sie auch niemand mehr, der sie davon errettet, zum Beispiel. Ja? Denn die Menschen werden ja durch den Teufel selber zu Gott erklärt. Ihr werdet sein wie Götter im Genesis Kapitel 3, in der Verführung Evas durch die Schlange. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet zwischen Gut und Böse unterscheiden und ihr werdet gewiss nicht sterben. Ja, diese ganzen Lügen kulminieren ja nur immer darin, dass der Teufel uns erzählt oder uns erzählen will, ey Leute, ihr seid selber Gott, ja, ihr braucht weder Gott noch einen Teufel, ihr seid selber Gott. Und das ist ja das, wo Milliarden von asiatischen Religionszugehörigkeiten genau dem entsprechen mit ihrer Wiedergeburt, mit ihrem Rad der Wiedergeburt und so weiter und so fort. Also nur mal kurz uns eingeworfen, klar, der größte Trick des Teufels, hat ja Kevin Spacey schon in einem Film gesagt, das ist ja der, dass den Menschen weisgemacht wird, der würde gar nicht existieren. Ne? Die üblichen Verdächtigen. Ja, the usual suspects. Also dann lese ich nochmal eben den Text hier zu Ende. Won't someone step to the front forthwith and make their bow and show how the frauds and sins of a single day spring up? We want to know. Also wird dann bitte jemand mal nach vorne gehen und die Führung übernehmen und sich niederbeugen und uns zeigen, die ganzen Betrüge und die Sünden, die in einem einzigen Tag hier aufkommen, und wird uns das zeigen, wo die herkommen? The devil is voted out, and of course the devil is gone. But thoughtful people would like to know who carries his business on. Also, der Teufel ist weggestimmt, ja, den gibt's nicht mehr. Und natürlich ist der Teufel weg. Aber Leute, die sich darüber Gedanken machen, die würden wirklich gerne wissen, wenn es den Teufel nicht mehr gibt, wer setzt dann sein Geschäft fort? Also, wer macht dann, ist dann verantwortlich für diesen ganzen Betrug in der Welt, der hier eben gerade in diesem kleinen Gedicht besprochen wurde. Und das finde ich sehr interessant. Und wie gesagt, ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube an göttliche Führung. Dieses Buch werde ich so, wie es hier gibt, nicht lesen in Englisch, weil es fehlen 6 Seiten darin und ich möchte kein unvollständiges Buch lesen. Wir müssen mal probieren, das Buch ganz bekommen zu können. Das können wir vielleicht probieren über die Protestant Truth Society im Englischen. Die gibt es in England noch. Das ist alles ein ganz, ganz wichtiges oder ganz, ganz interessantes Thema. Nur ich glaube halt nicht an den Zufall, dass mir dieses Buch vor 2 Tagen hier auf einmal zuflattert durch einen australischen Freund, den ich gerade erst kennengelernt habe über Skype, dass der mir sowas mit mir teilt und dass ich dann reingucke in das Buch interessant auf Seite 2 dieses Gedicht finde und das sowohl gestern in der Lesung von Albert Closes anderem Buch als auch heute in dieser Lesung, die Michael hier so wunderbar vorbereitet hat über Amanda Lear, gebrauchen kann. Und ich glaube, dass jeder, der zugehört hat, auch verstanden hat ein wenig, worum es ging, auch meine Übersetzung ist hier und da ein wenig holprig. Ich bin ja auch kein Übersetzer, schon gar nicht einer, der etwas liest und es dann so direkt übersetzen kann. Aber ich kann den Text hier auch nicht rauskopieren. Das geht mit dieser Qualität des PDFs nicht. Das alles aufschreiben und in den Google-Übersetzer machen ist eine andere Sache. Aber ich glaube, jeder hat doch verstanden, mehr oder weniger, worum es ging. Und jetzt möchte ich auch gerne Michael wieder ans Wort lassen. Es war nicht meine Absicht, das hier zu übernehmen, aber ich fand das sehr passend zu dem, was er sagte, wo ja die Welt sagt, den Teufel gibt es nicht mehr. Bitte schön, was passt dann besser als dieses Gedicht? Ja, ich meine, wenn man an Jesus Christus glaubt, muss man zwangsläufig an den Satan glauben, denn Jesus Christus steht mehrfach in der Bibel drin, hat ja von Satan gesprochen und ist von Satan selber in Versuchung geführt worden, was natürlich die nächste Blasphemie ist. Ne? Wie kann man seinen eigenen Schöpfer versuchen? Aber gut. Gehen wir zum nächsten Bild mal weiter. Da haben wir eine Tarotkarte, vor der ich bitte nur warnen möchte. Alle Leute, die denken, Tarot sind lustige Spielkarten für irgendwelche Erwachsenengeburtstage und das ist immer ganz lustig, irgendwelche Sachen damit zu machen. Tarotkarten ist so ziemlich die
eine der dümmsten Ideen, die man haben kann. Ich habe da auch nie mit gearbeitet. Habe mich dafür interessiert, wo denn da so die Bedeutung liegt. Und die Tarotkarten sind halt nummeriert. Es gibt da ein großes und kleines Deck. Arcana heißen die. Und die Karte 1 ist die zweite Karte im Deck. Die Karte 0, wo es anfängt, also die keine Nummer hat eigentlich, ist der Narr, der keine Persönlichkeit entwickelt hat und dem man ja eigentlich dann den Menschen oder den neugeborenen Menschen vielleicht auch dann zuordnen kann. Die Karte 1 ist direkt der Magier. Und der Magier selber ist derjenige, der die Strippen zieht sozusagen. Wir sehen ihn dann da in der Hand mit dem Zepter, wir sehen ihn da mit den Farben Rot wieder, mal wieder, ja, Rot. Und wir sehen da auf dem Tisch, worum es mir jetzt geht, nicht die ganze Karte zu interpretieren, sondern erstens mal vor Tarot zu warnen. Da hat man nämlich dann auch direkt ein tolles Einfallstor für alle unreinen Geister. Und die zweite Sache, die da ist, auf dem Tisch, was liegt denn da? Ja, ich meine, da liegt da jetzt nicht nur ein blaues Schwert und da liegt ein Kelch voller Abscheulichkeiten, der ja schon in der Bibel beschrieben ist. Aber da liegt ein Amulett sozusagen, ja, ein großer Kreis, wo ein fünfzackiger Stern, also ein Pentagramm mit drin ist. Das heißt, dieses Symbol ist ein magisches Symbol, ist eben kein Symbol, das nichts bedeutet, sondern diese Tarotkarten wird uns erzählt, wenn man auf Wikipedia gibt, ach, die gibt es erst seit 1400 und die sind dann, habe ich teilweise gelesen, von der italienischen Familie Visconti erfunden worden. Da sollte es jetzt mal klingeln. Da ist es aber so, dass es natürlich ziemlicher Unfug ist. Das heißt, Spielkarten gibt es schon viel länger und der eigentliche Sinn von Spielkarten ist auch immer, sich mit der Geisterwelt in Verbindung zu setzen. Also diejenigen, die halt meinen heutzutage, ja, Skatkarten spielen, ein bisschen Pokern und so, ne, alles ganz toll. Wenn man sich da wirklich hinterklemmt, man findet da ganz andere Auslöser, man findet da halt ganz andere Ursachen für. Worauf ich jetzt hinaus... Ja, ich wollte gerade mal sagen, darf ich mal kurz sagen, was mir an dem Bild noch vor allen Dingen auffällt? Ich weiß nicht, ob du da selber drauf kommst, aber vielleicht kann ich ja auch mal was sagen. Die Armhaltung hier, Arm nach oben, Arm nach unten, as above, so below, oben wie unten, Baphomet-Haltung. Und hier das Zeichen für die Unendlichkeit, also nach dem Motto für ewig von oben und unten für ewig satanisch. Das ist das, was mir noch dabei auffällt. Ja, wobei diese Geschichte mit wie oben so unten meiner Meinung nach eine Ablenkung ist. Eigentlich heißt es solve et coagula, eigentlich heißt es löse und verbinde. Das heißt, es soll die Magie, die von oben kommt, ja, also er hat ja oben dieses Zepter in der Hand, also die Magie kommt von oben und geht nach unten, also materialisiert, soll sich materialisieren, okay? Diese Energie soll jetzt halt eben auf diese Erde quasi hinunter. Und dieses Solve et Coagula ist die Entsprechung für die Alchemisten, die halt versuchen, aus nix irgendetwas ganz Wertvolles zu erschaffen. Also quasi aus Geist Materie zu erschaffen, was aber nur Gott möglich ist. Und deswegen ist es dann schon wieder die nächste Gotteslästerung. Ja, ich finde ja dieses as above, so below, also so wie oben, so auch unten, das ist ja nur eine Umkehrung dessen, wo im Vater unser steht, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Genau. No? Und deswegen wollte ich da mal eben kurz so hinweisen, weil wir es hier ja nicht mit einer göttlichen, sondern mit einer teuflischen Karte zu tun haben. Und das war nur das, was mir eben aufgefallen ist, als ich es geschaut habe. Ich habe die Dinge nicht studiert, ich habe da nicht die Kenntnis von, die du hast, aber das fiel mir halt eben auf. Deswegen wollte ich das nur kurz erwähnen. Aber bitte, mach mal weiter. Ja, ja. Also, wie gesagt, also wenn wir da, dann können wir dann schon wieder unendlich viele Sachen draus machen. Deswegen gehe ich auch jetzt nicht auf das Symbol unten rechts ein, aber ich wollte halt einfach nur mal sagen, hier The Magician ist halt die erste wirkliche wichtige Karte im Tarot-Deck und die zeigt halt so, das ist alles das, was kommt, quasi, was diese Karten halt aussagen wollen, kommt aus der geistigen Welt, kommt nämlich von oben, da wo der Geist dann halt residiert. Und wir hatten ja schon mal kennengelernt, dass Satan als einer der Söhne Gottes von oben vor den Thron kommen darf, beziehungsweise kommen muss. Ja, und er dann halt letzten Endes dann halt auf der Erde umherwandelt und diese Erde als Supertramp durchstreift. Jetzt habe ich da über Mephisto und Faust habe ich da eine Interpretation gefunden, mit der ich überhaupt nicht einverstanden bin. Ich lese mal eben vor. Das ist nur, um halt mal klar zu machen, dass wir alle immer bei allen möglichen Seiten, und ich unterstelle den Leuten überhaupt nichts, die Seite, wo ich es gefunden habe, finde ich sogar ziemlich gut gemacht. Aber es ist halt so, dass uns überall versucht wird, einen Strick draus zu drehen. Also, Mephisto muss eingestehen, also
Mephisto ist der Name des Teufels, in dem Opus Faust, dass er Faust, Dr. Faust, in die Falle gegangen ist, da er wegen des Pentagramms auf der Türschwelle das Zimmer nicht verlassen kann. Das Pentagramm, im Volksmund Drudenfuß, Hexenfuß genannt, ist ein fünfzackiger, in einem Zug gemalter Stern. Es ist ein magisches Schutzzeichen, welches den, der innerhalb steht, vor Dämonen außerhalb schützt, da diese nicht eindringen können. Dieselbe Wirkung hat ein magischer Kreis. Auf eine Türschwelle gemalt, hindert das Pentagramm Dämonen daran, einen Raum zu betreten. Nach Erich Trunz ist das Pentagramm darüber hinaus, sofern die fünf Zacken die Buchstaben des Namens Jesus bedeuten, ein heiliges Zeichen, daher hinderlich für böse Geister. Ich kann mich da kaum an mich halten, wenn ich das lese. Durch das Pentagramm ist Mephistos Faust Gefangener. Da die nach außen weisende Spitze nicht sorgfältig geschlossen war, konnte Mephisto den Raum betreten. Er musste ihn allerdings auch wieder durch die Tür verlassen. Über die zwei korrekt gezogenen nach innen weisenden Spitzen aber gibt es für ihn kein Zurück. Faust erkennt sofort die doppelte Möglichkeit, die ihm diese Situation bietet. Oh, die Hölle selbst hat ihre Rechte? Das finde ich gut. Da ließe sich ein Pakt und sicher wohl mit euch, ihr Herren, schließen. So, und Anmerkung zum Text von Michael Goethe, hat da eine falsche Lehre gebraucht. Ich kann jetzt eben nicht dem Übersetzer oder der Webseite diesen Vorwurf machen, aber ein Pentagramm ist eben genau eben kein Schutzsymbol. Es ist dieselbe Geschichte wie bei den indianischen Amuletten. Ja, es ist nicht so, dass man da einen Schutz hat. Es gibt keinen materiellen Schutz gegen ein geistiges Wesen. Wir reden da von völlig anderen Sachen. Das ist ungefähr so, als wenn man sagen würde, ja gut, was soll ich jetzt sagen? Ist echt jetzt schwierig, ein Beispiel zu nehmen. Aber um ein gutes Bild zu malen, musst du dann halt meinetwegen Elektriker sein. Ja, einer hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Vor allen Dingen reden wir hier über ganz andere Ebene. Wir reden hier über eine geistige Ebene, wir reden über eine materielle Ebene. Und wenn ich da ein Zeichen auf den Türsims male, dann hat das eben kein Schutzzeichen, auch wenn ich mich da jetzt innerhalb dieses Kreises befinde. Ich möchte jetzt den Leuten nicht irgendwelche Rituale jetzt hier weiterbringen, aber ich möchte euch nur warnen, es gibt zu viel Falschlehrer da draußen. Ja? Es gibt eben gar keine solche Schutzzeichen, es gibt keine Schutzamulette und was auch da alles verkauft wird. Und auch das Kreuz und den Hals, was Amanda Lear in einem zukünftigen Video noch trägt, ist kein christliches Symbol und hat auch keine Schutzwirkung. Entschuldigung. So, deswegen finde ich diesen ganzen Absatz hier fürchterlich gruselig. Es ist nur das Problem, es ist Inhalt und Content von Faust. Deswegen kann ich ihn jetzt nicht wegdiskutieren. Wenn ich sage, beschäftigt euch mal mit Faust, dann habt ihr nachher eine Falschlehre am Hals. Und das ist eben das Problem damit. Ich will dann nur mal mit sagen, dass Faust und Mephisto halt dieses Thema von Amanda Lear ist. Und deswegen habe ich das erwähnt. Es ist beispielsweise kolportiert, also überliefert, dass es ein bestimmtes Symbol gäbe von König Salomon, der ja weise gewesen ist. Ja, man sagt ja halt so, ne, er hat ja dann, wäre der weiseste Mensch überhaupt der Welt gewesen zum damaligen Zeitpunkt, so war die Königin von Saba, die fiktive Königin von Saba, sehr zu ihm gekommen und hätte sich gewundert, dass alles wahr wäre und dass er auf alles eine Antwort hätte. Und er hätte dann später, ist er dann halt quasi abgefallen und hat sich also auch mit der Dämonenwelt, also mit den Dienern Satans sozusagen umgeben. Und deswegen gibt es da ein salomonisches Zeichen, womit er die gerufen hat. Ich kann ganz einfach sagen, das ist alles nicht in der Bibel drin enthalten. Deswegen wäre ich da höchst vorsichtig. Benutzt bitte schön überhaupt keine Zeichen. Dieser Exkurs ist nur dafür gemacht, dass ihr selber mal seht, mit welchen Dingen wir den ganzen Tag hier wirklich zugeballert werden. Und dass diese Welt nur tatsächlich satanisch ist. Das seht ihr an den ganzen Symbolen, die hier benutzt werden. Und dieses Tarot-Deck ist eben auch nicht von 1950, sondern halt Jahrhunderte und meiner Meinung nach eben noch Tausende alt. Dass man halt so ähnliche Sachen und ähnliche Symbolik benutzt hat. Und dieser fünfzackige Stern ist jetzt nur mal ein Symbol, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Ja? So, und deswegen können wir direkt mal weitergehen. Wir haben beispielsweise hier eine lustige Kollektion von T-Shirts, von Klamotten. Faust, Rockopera. Ja, und da haben wir direkt dieses satanische Zeichen mit drinne, wo wir dann halt sagen können, boah, super Sache. Ja, super Geschichte, kann man sogar noch kaufen, kann man sogar Werbung für sich machen. Und es ist eben komplett umgekehrt zu dem, was in dem Mephisto selber gelehrt wird. Ja, da wird ja gelehrt, dass ein magisches Schutzzeichen wäre, welcher den, der innerhalb steht oder beispielsweise dieses Schutzzeichen jetzt auf dem Körper trägt. Oder ich habe gestern beispielsweise im Getränkemarkt, ich war gerade versucht, ein Bild davon zu machen, jemanden gefunden, der ein riesen Pentagramm auf dem Unterarm hatte, eben keine
magische Schutzwirkung hat, sondern genau das Gegenteil bewirkt. Man zieht damit die unreinen Geister oder böse Geister an. Ja, es ist immer umgekehrt von dem, was eigentlich landläufig erzählt wird. Deswegen habe ich ja schon mal gesagt, der Teufel, der lacht sich da scheckig im wahrsten Sinne des Wortes und schacht da mit seinen Hufen und sagt, boah, immer mehr verwässere ich die Leute, habe immer mehr Sauerteig da drin. Und wenn wir jetzt mal ein Bild runterscrollen, sehen wir da ein Fotomodell, was eben auch ein T-Shirt trägt, die zu einem Überfluss und auch tätowiert ist. Tätowierung kenne ich von früher, von meiner Jugend. Gab es eben immer nur drei Leute, die Art von Leuten, die tätowiert waren. Ich weiß, es gibt wieder 100.000 Leute, die mir eine Morddrohung schicken. Entweder Seeleute, entweder japanische Samurai oder Japaner oder Gefängnisinsassen. Das waren so die drei Geschichten, wo wir uns sagen, gesagt haben, oh, wenn er eine Tätowierung hat, das ist aber gefährlich, das ist ein harter Kerl, ne? Das ist irgendwie so ein Tough Guy. Ne? Ja, heutzutage ist das an allen Ecken und Enden. Tätowierung für mich außerhalb des religiösen Kontextes immer eine Körperverletzung. Da muss immer Blut verfließen. Das heißt, ich muss meine Haut ritzen, ich muss meine Haut verletzen und deswegen verletze ich auch dann den Körper, den Gott mir gegeben hat. Und da gibt es dann also auch eine Textzeile zu und das ist im dritten Buch Mose, das Kapitel 19:28 und das heißt, ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leib machen für eine Seele, ihr sollt euch keine Zeichen einätzen, ich bin der Herr. So, und das ist halt eine Geschichte, wo ganz klar gesagt wird, das ist verboten. Und ich finde da jetzt auch nichts Schönes dran. Das Schlimme ist, wenn man eine Jugendsünde sozusagen begangen hat, indem man sich jetzt den Namen von irgendjemandem eintätowiert hat, dann ist es halt auch recht kurzsichtig, sowas zu machen. Deswegen würde ich auch jedem davon abraten, irgendwelche Sachen zu tätowieren. Lustig ist ja, oder traurig ist vielmehr, dass viele Leute mit Sachen und Symbolen herumrennen, von deren Bedeutung die überhaupt keine Ahnung haben. Das heißt, viele lassen sich da chinesische Schriftzeichen oder sonstiges drauf einätzen. Wenn man die fragt, ja, was heißt denn das? Ja, dann wissen sie das nicht oder glauben irgendetwas. Und wenn ich dann halt Leute sehe, die da mit Pentagrammen rumlaufen und mit ähnlicher Symbolik und so, da kann ich dann einfach nur sagen, Unwissenheit schützt dann letzten Endes vor Strafe nicht. Wie hieß das Buch? Wie hieß das Buch, das Bibelbuch, wo das drin stand? Welches dritte, Buch war das? Dritte Buch Mose, ja. 1928. 28. Okay. Ja, ich frage nur, weil ich hier gerade die King James habe und ja, weil ja oftmals eben die Übersetzung nicht so richtig ist, aber im King James heißt es halt, ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Ja. Nor print any marks on you. Das beinhaltet nicht nur die Tätowierung, die du jetzt gerade erwähnt hast hier, die ja eingeritzt sind, die ja ständig sind. Nein, es geht auch um diese Dinge, die man Kindern aufklebt, diese Klebetattoos. Ja, wenn Kinder in den Fasching gehen, oder wie das heißt da, diese satanische fünfte Jahreszeit, von der immer gesprochen wird. Warum ist das die fünfte Jahreszeit? Ne? Wo steht die fünf wieder für? Ne? Pentagramm und so weiter. Ne? Ich meine, wie gesagt, du hast ja recht, man kann da ja stundenlang drüber diskutieren. Aber ich wollte nur gerade eben sagen, hier wird in der König-James-Übersetzung, also in der originalen englischen Übersetzung aus dem Textus Receptus oder masoretischen Text im Alten Testament ganz deutlich, man soll sich keine Marken, also irgendwelche Zeichen, aufdrucken. Ja? Ja. Das wurde bereits geschrieben vor knapp 4000 Jahren. Ja. Als nächsten Bild haben wir dann mal als aussagekräftigen Beweis Antor Chandor LaVey, der die amerikanische Church of Satan, also Kirche Satans, gegründet hat. Man sieht da nicht nur rechts dieses Devil's Horn, was ja AC/DC-Anhänger beispielsweise kennen sollten. Das ist also der satanische Gruß, in dem man den Gehörnten, also den Satan da quasi ruft. Im Hintergrund sieht man halt eben dann einen kleinen Altar mit Kerzen drauf und man sieht halt dieses Pentagramm. Innerhalb dieses Pentagramms ist dann halt der Ziegenkopf oder der Kopf des Baphomet. Den sieht man dann auch weiter unten in dem lustigen Vampirumhang. So einen ähnlichen Umhang hat die Amanda Lear an, nur dass er von innen rot war. Aber der hohe Priester sozusagen, der Church of Satan, der muss ja innen drin nicht rot tragen, der verführt ja eben nicht über die Sünde, sondern er macht ja nur letzten Endes seine Indoktrination und er hat seine Gehilfen dafür. Der kann natürlich auch ganz schwarz tragen,
Das passt wahrscheinlich dann auch besser zu ihm. Der hat um seinen Hals auch wiederum so ein sogenanntes Amulett, was einen fünfzackigen Stern bedeutet. Und wenn man das in groß haben will, brauchen wir nur runter zu scrollen. Und dann haben wir eben dieses Amulett oder dieses Symbol mit dem bekannten Kopf, haben wir dann halt in groß. Und das gibt es dann auch in Farbe für die Leute, die denken, uns ist die Farbe ausgegangen. Nein, nein, also es gibt es auch in Farbe. Das sieht halt ein bisschen schmissiger aus fürs 21. Jahrhundert unten drunter. Ja, aber hier in diesem Foto, das ist ja schwarz-weiß, da kann man ja gar nicht sehen. Ja, könnte auch was anderes Teil sein. Teil des Mantels könnte durchaus rot sein. Hier steht er ja auch da und da ist ja auch rot dahinter. Da sieht man das Innere seines Mantels nicht. Also ich würde nicht sagen, dass das hier nicht rot ist. Es ist schwarz-weiß, wir können es nicht sehen, aber es ist deutlich heller als der Rest. Ja, von okay, daher, auch eine Idee, ja. Von daher, ne, bei schwarz-weiß können wir das ja nicht mit Sicherheit gut, sehen. Ne? Würde meine Theorie von rot-schwarz ja wieder bestätigen. Eben. Ja, genau. So, und dann haben wir das halt ganz in Rot für das 21. Jahrhundert, für Leute, die Farbbildschirm haben, schon vom Farbfernsehen haben. Und unten drunter haben wir halt diese bekannteste Zeichnung eben dieses Antigottes oder des Satans auf dieser Welt, den sogenannten Baphomet von Elias Levi, der im 19. Jahrhundert so gezeichnet worden ist, wo wir alles an Symbolik drin haben und wo genau. Und deswegen haben wir es jetzt auch gemacht. Jetzt kommt die Auflösung des ganzen Geschichte, der nicht nur auf dem Kopf dieses Pentagramm trägt. Ja, und dieses Pentagramm ist eben nicht nur in der Flagge der Vereinigten Staaten und so weiter zu sehen, sondern halt ist halt das Machtsymbol, eins der Machtsymbole, die halt anzeigen, hier regiere ich, ja, das ist meins. Sondern wir haben hier alle möglichen Ausprägungen, wo wir sagen, guck mal hier, wir haben die Hörner, ne? Wir erinnern uns, da war doch mal was. In Lesung 1 oder 2, glaube ich, haben wir mal darüber gesprochen. Dann haben wir oben die Fackel, die dann zeigt Luzifer, die Erleuchtung oben, die Fackel und quasi drittes Auge, was die Inder dann halt da immer so propagandamäßig machen. Dann haben wir halt oben ein anderer Name für Luzifer oder aus einer anderen Mystik sozusagen, ist dann Prometheus, muss man ganz vorsichtig sein. Es gibt einen Kanal im Internet, den ich namentlich jetzt nicht benenne, der jetzt so eine Art Bewegung inszeniert, um halt, keine Ahnung, Revolution und alles anzuzeigen. Der nennt sich dann auch noch Prometheus. Sollte man in Götterkunde mal nachschlagen und dann sollten eigentlich alle Alarmglocken ringen. Sollte man nicht drauf reinfallen. Dann haben wir eben diese beiden Monde, weil natürlich er der Fürst der Dunkelheit ist. Einmal den hellen Mond oben links, einmal den dunklen Mond unten rechts. Sollte man vielleicht auch mal überlegen, wie denn so das Symbol des Islam aussieht. Könnte man sich ja mal anschauen. Da haben wir auch dieses Thema wie oben so unten. Ja, und da haben wir eben links Solveet Coagula, da haben wir eben dieses alchemistische Motto sozusagen, was eben dann ansagt, dass man halt Verschiedenes miteinander verbinden soll. Interessant für uns ist der Aspekt, dass eben Satan, so wie er dargestellt wird, eben die komplette Gegenteil zur göttlichen Ordnung und zur göttlichen Schöpfung ist. Er ist eben nicht Mann oder Frau, er ist Mann und Frau. Er ist sogar Tier, Mann und Frau. Und er ist Geist, Mann, Geist, Mensch, Mann und Frau. Er ist eigentlich alles in allem. Deswegen, das zeigt beispielsweise diese umlaufenden Symbole in seiner Lende da. Das zeigen die zwei Schlangen links und rechts, die sich quasi wie einem Äskulapstab schlingen, wo man ja auch schon mal wissen sollte, dass Äskulap auch ein Gott war, der heutzutage ja von einigen Berufszweigen angebetet wird. Ich verurteile jetzt überhaupt nicht die Leute, sondern ich erkläre nur, was die Symbole für einen Ursprung haben. Und was uns hier auffallen sollte, ist, er hat ja beispielsweise diese Flügel, ja, diese Schwingen von einem Drachen, ne? Eine Schlange hat ja keine Flügel. Und er hat diese Ziegenbockhörner. Er fühlt sich ja auch selber als Sündenbock. Ja, er fühlt sich ja auch selber ungerechtfertigt geopfert. Muss man ja auch mal von der Perspektive aus sehen. Und er ist derjenige, der halt eben zwischen Himmel und Erde quasi seinen
sein Wesen und Unwesen treibt. Und deswegen ist er da hier mit diesen Drachenflügeln ausstaffiert, weil er in Offenbarung 12,9 aus dem Himmel geworfen worden ist und er halt als Drache tituliert ist. Und Drachen haben, sollte man aus vielen Filmen kennen, beispielsweise Herr der Ringe, haben eben auch diese Riesenflügel, um sich in der Luft fortzubewegen. Und deswegen zeigt es auch an, dass er an das Element Luft gekoppelt ist. Und am interessantesten für uns, da habe ich bestimmt jetzt noch viele Sachen vergessen hier, aber am interessantesten für uns ist eben die Tatsache, dass er sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale ist, was sein Ziel ist. Sein Ziel ist die Kreation Gottes, das Geschöpf, was in dem Ebenbild Gottes geschöpft worden ist, zu vernichten, weil er diesen ganz großen Hass auf Gott hat und weil er an Gott nicht drankommt. Ja, er ist ja in der Hierarchie unter ihm platziert, versucht er die Kreation Gottes, also den Menschen, versucht er da möglichst zu vernichten und von Gott wegzulocken. Quasi jede Seele, die er einkassieren kann oder wo es ihm gelingt, diese Seele zu verführen, ist eine Seele weniger für Gott, für Jesus Christus, für das unendliche Leben. Und deswegen hat er diese weiblichen Brüste und deswegen hat er in der Mitte unten, was so zepterförmig aussieht, ist aber ein Phallus-Symbol, was ihm unten erwächst. Und das ist eine Geschichte, die der Künstler meines Wissens nach selber damals zugegeben hat. Und ich ärgere mich jetzt ein bisschen im Augenblick, weil ich vergessen habe, jetzt den Baphomet aus Detroit zu zeigen und den hier einzukleben, weil eine Statue, die so ähnlich aussieht, wohl mit Pferdekopf und mit Pferdehufen, glaube ich, und ohne Brüste, das haben sie sich wohl nicht getraut, inzwischen aufgrund der im First Amendment in der Religionsfreiheit der Vereinigten Staaten in der Verfassung verankerten Zusatzartikel, jeder Art der Kirche und Religionsausübung in den USA möglich ist. Und deswegen ist es auch möglich, in den USA zum Beispiel Satanskirchen zu gründen und Satan öffentlich anzubeten und ihm auch da ein Denkmal und eine Statue dann halt da zu stiften. Und das ist die Agenda des Teufels, dass er halt einfach sagt, okay, wir machen erstmal Transgender. Ja, das heißt, wir verbinden erstmal Männer und Frauen, also Frauen, die jetzt, ihr könnt jetzt selber die Assoziation denken, Frauen, die jetzt in Hosenanzügen rumlaufen, Frauen, die in Machtpositionen sitzen. Ich drücke mich jetzt extra vage aus, damit mal ein bisschen eure Fantasie angeregt wird. Und auf der anderen Seite Männer, die dann Erziehungsurlaub genießen, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Ist ja nichts Schlechtes per se, aber es ist ja eben nicht das traditionelle Rolle der Mann und Frau, wie es in der Bibel dargestellt wird. Oder Männer, die jetzt in rosa Klamotten rumlaufen, Männer, die Ohrringe tragen, Männer, die Männer attraktiver finden als Frauen. Ist ja alles eben nicht zur Fortpflanzung oder zur Errichtung der Ehe gedacht, sondern es ist halt letzten Endes alles eine Verweichlichung, also eine Feminisierung der Männer und eine Maskulinisierung der, wenn das jetzt ein richtiges Wort ist, der Frauen. Es gleicht sich halt alles mehr zu einem Einheitsbrei an. Und dieser Einheitsbrei zwischen Geist, Tier, Mann und Frau ist jetzt hier ziemlich eindeutig und anschaulich in der Figur des Baphomet mit enthalten. Und das Motto der Satanisten selber heißt, tu, was du willst, das ist das ganze Gesetz. Zu Deutsch, es gelten keine Gebote Gottes mehr, sondern jeder kann das machen, was er will. Das führt zwangsläufig zu Anarchie, zu Mord und Totschlag und natürlich zur bedingungslosen Auslebung des Egoismus. Und wenn man weiß, wer das geschrieben hat oder als Gesetz vorgegeben hat, ist Aleister Crowley, Ordo Templaris Orientalis, glaube ich, heißt es OTO, der, wie ich mitgebracht oder wie ich beigebracht bekommen habe, der gefährlichste Mensch des 20. Jahrhunderts gewesen ist, ein absolut hochgradigster Satanist, was nicht heißt, dass er jetzt besonders schlau oder intelligent gewesen ist, das heißt nämlich was ganz anderes. Der Mensch selber hat keine Fähigkeiten, auf die Geisterwelt zuzugreifen. Das kann man nicht lernen, das kann man halt nicht irgendwie üben, das kann man nicht irgendwie durch irgendwelche Begabungen, die man von seinen Eltern mitgenommen hat, sondern das ist der umgekehrte Weg ist, du kannst halt nur Gott um Führung bitten. Der gefährliche Weg ist halt die dunkle Seite herbeizurufen. Die kommt, ja. Und da muss man halt einfach nur so dämlich sein und sich dann ein Pentagramm auf die Brust malen oder so einzuritzen und dann halt die entsprechende Musik zu hören und dann ist man zum Einfallstor geworden. Und das hat mit Intelligenz nichts zu tun. Ich nehme das Wort dämlich jetzt ein bisschen zurück, sagen wir mal naiv. Und das ist eben die Geschichte, wenn ihr nicht begreift oder wenn ihr nicht das verinnerlicht, dass eben alles, was mit Geist ist, euch
attackieren kann, ohne dass ihr das mitbekommt, in Form von Menschen, die auf euch zukommen, die euch verführen, in Form von Propaganda im Fernsehen, im Rundfunk, über Schallplatten, dann seid ihr dem schusslos ausgeliefert. Aber wir versuchen euch ja hier eben, euch diesen Schutz mitzugeben, was in der nächsten Folge nämlich dann Thema ist. Wie kann man sich denn dagegen schützen und wie kann man diese ganzen Sachen entdecken? Und wenn man weiß, wie der Feind aussieht und was der Feind macht, ja, dann ist man einen Riesenschritt weiter. Dann weiß man nämlich genau, wie man sich dagegen schützen kann und was man dann tun kann, wenn man darauf trifft. Und das ist eigentlich, glaube ich, das größte Geschenk, was wir euch machen können. Nicht nur euch aufzuklären, sondern euch auch quasi präventiv dafür weiterzubilden und ein Werkzeug mit an die Hand zu geben, wo ihr dann sagen könnt, ey, ich habe ja früher nicht dran geglaubt, aber seitdem ich diese ganzen Symbole sehe und diese ganze Rockmusik mal als das wirklich klassifiziere, was sie ist, nämlich einfach nur das Sprachrohr Satans, seitdem lasse ich mich da nicht mehr verführen und seitdem kann ich jetzt auch wirklich die Sachen unterscheiden und kann mir und anderen helfen. Das ist das, was wir als bibeltreue Christen eigentlich wollen. Wir wollen uns und anderen den Weg bereiten, den Weg in das Unendliche und in das ewige Leben. Und das wäre mein Schlusswort für heute. Tja, du kannst dein Schlusswort gleich richtig setzen für das Ende des Videos. Ich habe vor ein paar Minuten subtil versucht, darauf zu weisen, dass ich gerne was sagen wollte, aber ich wollte nicht unterbrechen, als ich das Bild hier reingemacht habe. Du hast bei der Erklärung des Baphomet hier eine Sache sehr, sehr gut erklärt, wo ich eine kleine Sache noch hinzufügen wollte. Du hast gesagt, dass dieser Baphomet im Grunde alles für allen oder jeden für jeden darstellen kann. Ja? Er hat weibliche Geschlechtsmerkmale, er hat männliche Geschlechtsmerkmale, er ist Tier, er ist Mensch, er ist oben, er ist unten, er ist gut, er ist böse, er weiß, schwarz, was du alles gesagt hast. Das erinnert mich, und deswegen wollte ich das eigentlich nur ganz kurz einwerfen, das erinnert mich daran, dass im Eid der Jesuiten steht, dass ein Jesuit alles oder ein jeden für jedermann sein soll. Das ist in den Konstitutionen, also in der Verfassung der Jesuiten, festgelegt, dass die Jesuiten für jeden alles und jeden darstellen können. Das heißt, sie können jede mögliche Form annehmen. Genau das, was du hier auf den Baphomet bezogen hast. Und das ist von daher eben auch wieder ein Beweis dafür, dass die Jesuiten nicht für den Jesus der Bibel, sondern für den Jesus dieser Welt arbeiten. Der Jesus dieser Welt ist der Jesus, der gelehrt wird in der römisch-katholischen Kirche. Der Jesus der römisch-katholischen Kirche ist nicht der Jesus der Bibel. Er ist der Jesus der Trinität aus Babylonien. Nimrod, Semiramis, Tammuz. Tammuz ist der Christus der römisch-katholischen Kirche. Ja? Das wollte ich nur eben sagen. Und jetzt lasse ich dir natürlich gerne noch das Schlusswort, dass wir unser Video für heute abschließen können, Michael. Ja, ich nehme das Schlusswort. Das wird jetzt so etwas ausführlicher, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir jetzt schon komprimiert ganz viele Informationen rausgegeben haben. Es läuft im Prinzip nach dem Plan von Satan so. Er kann aber nur im Plane oder im Lichte der Bibel agieren. Das heißt, er ist ja auch gesteuert. Und er kann halt nur verführen und das, was er macht, wird er halt sehr erfolgreich machen. Und diejenigen, die das eben durchblicken, durchschauen und zu Jesus Christus halten, also dem Lamm Gottes folgen, dem Wort Gottes folgen vor allen Dingen, die werden halt da zwar vielleicht die materielle Existenz verlieren, was für viele undenkbar ist, aber ihr werdet dann halt bei der ersten Auferstehung dabei sein. Und das ist eben eine Geschichte, da, also ich möchte die nicht verpassen. Und deswegen versuche ich halt, möglichst viele zu ziehen und möglichst viele aufzuklären. Und das mache ich halt im Lichte der Bibel und anhand der Bibel und anhand der ganzen Sachen, die mir im ganzen Leben passiert sind. Und das ist so, dass erstmal der Transgenderismus kommt. Das heißt, die Leute werden angeglichen. Schönheitsoperationen haben wir jetzt schon am Beispiel von Amanda Lear gesagt. Die Leute werden sich immer mehr angleichen. Es ist mittlerweile ja schon so krank, dass Leute sich ihren Adamsapfel abrasieren lassen. Es ist ja nur noch eine völlig kranke Welt da draußen. Und das ist letzten Endes jetzt eine Geschichte, die darauf hinauslaufen wird, dass alles gleich sein soll, damit dann später möglichst viel Kontrolle über die gleichgeschalteten, uniformierten Menschen ausgeübt werden kann. Das heißt, diese ganzen Sachen laufen subtil ab, beispielsweise über die Beeinflussung durch Hormone in Trinkwasser, ja,
Beispielsweise über die Beeinflussung in der Erziehung, dass Männer ja gar nicht mehr zur Bundeswehr müssen. Beispielsweise, dass viele Dinge, die halt so heutzutage die Geschlechter kennzeichnen, aus der Sprache verschwinden. Solche ganzen Sachen halt. Diese ganzen 60 verschiedenen oder 50 verschiedenen Geschlechter. Ja, alles völlig gehirnkrank und hat eben damit zu tun, dass versucht wird, auf dem geistigen Wege die Leute auch dazu zu bringen, alles zu akzeptieren. Ganz vorsichtig bitte, bei dem Wort Toleranz ist immer negativ konnotiert. Toleranz kommt von tolerare und heißt ertragen, ist also eine passive Leidensform, hat nichts, überhaupt nichts mit Mitleid oder Verständnis zu tun. Ja? Also bitte immer den Wortursprung nachgucken. So, und nach diesem Transgenderismus, ja, wird der Transhumanismus kommen. Das heißt, man wird halt künstliche Intelligenz benutzen, man wird alles versuchen, Satan wird alles versuchen, um Menschen zu manipulieren und möglichst wenig Wahlfreiheit zu lassen, damit halt alles ihm gehört. Wie das aussehen kann und wie das auch schon prognostiziert wurde, teilweise schon vor Jahrzehnten, darüber werden wir dann in einem der viel späteren Ausgaben, vielleicht 9 oder 10 oder Folge 11 oder so mal berichten. Da habe ich nämlich ein Video, wo wir noch dran arbeiten müssen. Da kommt bestimmt noch einiges Spannendes auf euch zu. Ja, bis dahin Dankeschön für alles. Danke für die Unterstützung von Jörg. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und zum Schluss mein Rat, um am besten gegen diese ganze Beeinflussung vorzugehen, ist die Bibel zu lesen. Entweder, wenn ihr des Englischen mächtig seid, die 1611er Ausgabe der King James Bibel oder halt im Deutschen die Schlachter 2000 Ausgabe. In jedem Falle lest bitte eure Bibel. Das Wort Gottes ist da drin und das Wort Gottes ist wahr, denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und Maranatha.